Wir sind jetzt am Anfang vom Handenjoch. Ich hoffe, dass mit der scheiß GoPro jetzt endlich alles geht, weil ich bin ja schon hierher gefahren und da ist die so hart abgekackt, Mann. Oh, kriegst einen Vogel, Alter, ohne Schmarrn. So, auf jeden Fall ist das ein Handenjoch. Jetzt von, also ich komme gerade aus der Richtung Imst und fahre quasi das jetzt von Osten her. Wie gesagt, ja, ich bin jetzt nicht so der Handenjoch-Fan, weil der Teer nämlich teilweise echt mega bescheiden ist. Teilweise halt sau eng und mit dem Supersportler ist es jetzt nicht so die also die coolste Strecke, muss man einfach sagen. So, jetzt kommt die Spritzkehre, da wo sich Black Beast beinahe mit dem Highsider zerstört hätte, weil hier nämlich der Teer ultra glitschig ist. Z900. Ich mache hier echt langsam, weil der Teer ist hier unberechenbar. Ich muss ehrlich sagen, dass der Conti Sport Attack 3 hier wirklich ja gut ist. Also ich bin das auch schon mit anderen Reifen gefahren und der macht hier echt eine gute Figur. Bei dem glitschigen Teer ist sehr berechenbar, wann das Rutschen anfängt. War das die Kurve? Nee, die nächste war es, genau. Bei der nächsten Kurve, da hatte ich auch den übelsten Rutscher mit der Super Duke. Hier, die war das, genau. Genau. Und ich muss echt sagen, ich feiere dieses Mehrdrehmoment, was du hast, einfach so hart. Das merkt man schon extrem. Also hätte ich nicht gedacht, dass man es so extrem merkt. Aber die Aussicht ist ja der Traum, gell? Darum wollte ich es halt unbedingt nochmal fahren, weil die Aussicht so genial ist. Schauen wir mal, vielleicht wenn wir hier auf diesen toll neu geteerten Streifen hier vielleicht bleiben. Vielleicht ist da nicht ganz so glitschig. Ich bin hier echt eine Muschi, Alter, weil hier sind nur so billige Holzplanken und dahinter geht es halt einfach mal ja viel zu krass runter. Also wenn es sich da drüber wirft, dann bye bye. Oh, Alter, da geht es halt einen Kilometer runter. So, oh. Der ist ein Graus. So, jetzt kommen dann wieder die Kühe. Alter, also hier die Seite ist ja noch behinderter mit diesem Streifen, hä? Das ist bescheuert, ey. Thank you.
behindert, ey. Hier kannst du halt auch nur drücken, also irgendwie dich da vom Motorrad runter zu hängen, macht überhaupt keinen Sinn. Ja, jetzt kommen wir vorbei. Der 125er, der kommt ja da gar nicht hoch. Die Kühe. Wie hier nur schon beim Einlenken das Hinterradschwänzeln anfängt und man hat noch gar kein Gas gegeben. Das ist so bitter, hä? Oh, hier kommt schon. Ich bin im zweiten Gang bei 4000. Das ist echt unglaublich. Oh, jetzt ist 60 Ende. Jetzt bringt's dir halt auch nichts mehr. So, jetzt sind wir oben. Hier habe ich vorher mal kurz Pause gemacht. Ja, ich würde mich halt noch mehr in die Straße reinstellen, Junge. Aber da ist mir leider die Kamera abgekackt.